Also diesen Blödsinn höre ich mir jetzt nicht mehr länger an. Ich hab doch gesehen, wie ihr euch geküsst habt. Sag mal, spinnst du? Und was machst du eigentlich hier? Hanna? Warum hast du mich verlassen? Dieses Mal wird's viel besser. Halt! Stopp! Hör auf! Das Wasser ist total kalt. Eben war es noch warm. Wie bist du eigentlich drauf? Seit wann so brüde? Ich will einfach nur relaxen. Weißt du, der Knast? Ich könnte dich massieren. Ich hab gesagt, relaxen. Alleine relaxen. Dann eben nicht. Erhol dich erstmal. Gib dir keine Mühe, ich nehme aus Prinzip nichts an der Tür. Charlie, bitte. Können wir dieses Missverständnis nicht endlich aus der Welt schaffen? Lippenstift. Tanja benutzt bestimmt Kussechten. Ich habe sie nicht geküsst. Mir war nur die Krawatte verrutscht und Tanja war nun mal so freundlich und hat sie wieder gerade gerichtet. Mhm. Wenn das so harmlos war, warum dann die Rosen? Um dir zu zeigen, dass ich dir keine Vorwürfe mache. Du mir? Ja. Es war ja wohl nicht abgesprochen, dass du uns zur Oper folgst, oder? Es war auch nicht abgesprochen, dass du ihren Lippenstift testest. Charlie, zum allerletzten David, Mal. David, ich hab dir vertraut. Mir nachzuspionieren nennst du Vertrauen? Und wie lange geht das schon zwischen euch beiden? Vielen Dank für dein Vertrauen. Kevin Wallem oder sonst irgendwelche Liebes-Twitter ins Essen getan haben. Meinst du? Naja, kann doch sein. Die ganzen Hormone der Knackis unter Kontrolle zu halten. Scheint da echt nötig zu sein. Ich tippe mal eher, dass er einfach seine Ruhe haben wollte in der Wanne. Vielleicht war er auch schlecht drauf oder so. Ich glaube, er wollte nur nicht, dass ich sehe, wie sehr er in der Knast geschlaucht hat. Ja, hoffentlich fängt er sich bald wieder, ne? Wenn du darauf spekulierst, seinen Platz einzunehmen, dann... Ach, Quatsch. Dass aus uns beiden nichts wird, das habe ich längst begriffen. Falls du danach trotzdem von mir träumen solltest, frag mich mal, wo ich mein Handy vergessen habe. Du und deine bescheuerten Pläne, die wollte gerade mit mir poppen, deine Badewanne. Ich hab's schon gehört, ja? Jetzt bist du doch sicher. Mann, sie glaubt, du willst sie nicht damit belasten, wie fertig du bist. Oh, wie gut, dass sie immer eine plausible Erklärung parat hat, Felix. Hättest du dich ein bisschen mehr wie ein Arschloch aufgeführt, dann wärst du jetzt wenigstens angefressen. Oh, Entschuldigung. Es tut mir leid, war meine Schuld. Weißt du was? Ich bin raus. Ja, jetzt guck nicht so. Ich hab keinen Bock mehr. Mann, Kevin ist ein saugefährlicher Dealer. Er wollte sogar Jana abhängig machen. Es kann also auch nur in deinem Interesse sein, wenn Coco von ihm loskommt. Damit du sie trösten kannst. Bitte, Robin. Bitte, Robin, lass mich jetzt nicht hängen. Wenn sie wieder mit mir in die Wanne will... Wenn sie wieder mit dir in die Wanne will, dann... Du badest einfach nur noch, wenn sie nicht mehr da ist. Ja, dann stink ich irgendwann. Wenn sie in Erinnerungskiste kramt, ich hab doch gar keine Ahnung von den beiden, Felix. Da lasse ich mir noch was einfallen. Versprochen, okay?
Wo soll denn euer Kurztrip hingehen? Ich weiß nicht. Was meinst du, Hannah? Entschuldige, ich bin gerade woanders. Du musst endlich lernen, abzuschalten. Ach ja, aber das Nichtstun, das macht mich auch wahnsinnig. Immer noch besser, als hinter der Theke zusammenzuklappen. Und außerdem hast du jetzt eine Aufgabe. Ich weiß, gesund werden. Und du musst noch aussuchen, wohin wir fahren. Musst du schon los? Ja. Am besten, ich fahre gleich nach Königsbrunn. Immerhin muss ich meiner Familie erklären, warum ich nicht auf China-Reise bin. Hey, wir holen das alles nach. Jetzt erhol dich erstmal. Tschüss. Tschüss. Carla hat recht. Wenn du erst wieder fitter bist, dann habt ihr beide viel mehr von der Südsee. Wer weiß, was bis dahin alles passiert. Deine Gedanken waren vorhin nicht bei der Arbeit. Vergiss es einfach. Hannah, was ist mit dir los? Hat es was mit der OP zu tun? Lars, ich habe ein ganz inneres, tiefes Gefühl. Und das sagt mir, dass ich nicht mehr lange lebe. Spinnst du? Mann, Kevin wird nie in so einem peinlichen Teil abhängen, wenn Coco das sieht. Coco ist auf Schallplattensuche und ist für heute Mittag nicht zurück. Und was hier dieses peinliche Teil angeht, Felix, das ist zufälligerweise Robins Lieblingsbademantel. Und drunter trägt er zufälligerweise Robins Lieblingsshorts. Und weißt du, warum ich das zufälligerweise alles trage, Felix? Weil ich Robin bin! Hast du irgendwie schlecht geschlafen? Ich habe überhaupt nicht geschlafen. Mann, ich hatte die ganze Nacht Schiss, dass Coco wieder über mich herfällt. Robin, wenn Coco glaubt, dass du immer noch wegen dem Knast neben dir stehst, dann passiert dir doch nichts. Mann, wenn ich Kevin glaubhaft verkörpern will, dann kann ich das nicht lange durchziehen. Deswegen habe ich schon eine Lösung. Einfach, aber genial. Ja, und die wäre? Ich mache Schluss mit ihr. Was? Welchen Teil von ich mach Schluss mit ihr hast du nicht verstanden? Sag mal, rast du es nicht? Die Trennung muss von Coco ausgehen. Wenn du, ich meine du als Kevin, wenn er mit Coco Schluss macht, dann traut sie ihm nach und will ihn zurückhaben. Coco macht mit Kevin nie im Leben Schluss, Felix. Ja, weil wir noch nicht wissen, wie wir ihr so richtig eins reinwirken können. Das ist doch meine Rede. Wir kennen die Vergangenheit der beiden doch überhaupt nicht. Deswegen ist dein dämlicher Plan auch zum Scheitern verurteilt. Nein, deswegen müssen wir uns einfach nur besser vorbereiten. Mann, Coco hängt wie eine Klette an mir. Wenn sie nicht gerade mit Schallplatten beschäftigt ist. Das ist das Zauberwort. Danke. Hä? Tausendmal Entschuldigung. Den blöden Wecker nicht gehört. Es ist ja nicht so schlimm. Hauptsache, Sie sind vor dem ersten Ansturm da. Aber so geht das nicht. Sie duftet. Perfetto, Angelo. Danke. Hi. Hallo. Na, bist du alleine oder kommt dein Göttergatte noch? Nein, Johannes hasst einkaufen. Aber er hat mich brav so lange begleitet, bis ich ihn endlich erlöst habe. Der perfekte Mann. Manchmal beneide ich dich wirklich. Ach komm, du hast mit David doch auch einen echten Glücksgriff getan. Ja. Obwohl, eben hätte man meinen können, du bist mit Angelo zusammen. Was? Wie kommst du denn darauf? Naja, als du ihm die Krawatte gerichtet hast, sah es aus, als hättet ihr euch geküsst. Sind die von David? Ja, die waren zur Versöhnung gedacht. Habt ihr euch gestritten? Er und Tanja haben sich geküsst. Das heißt, ich dachte, sie hätten sich geküsst. Ja, wie jetzt? Haben sie oder haben sie nicht? Mir ist gerade klar geworden, dass ich mich möglicherweise geirrt habe. Hoffentlich nimmt David meine Entschuldigung an. Ganz bestimmt. David liebt dich. Wir sind da. Ich hab ihn. Möchten Sie, dass ich warte? Gehen Sie ruhig ran. Ich
Ich rufe später zurück. Charlie? Ich hoffe, das kleine Missverständnis vor der Oper hat sich inzwischen aufgeklärt. Ehrlich gesagt möchte ich darüber nicht mehr sprechen. Entschuldigung. Geht mich auch eigentlich nichts an. Es ist nur so, ich fühle mich ein bisschen mitverantwortlich. Darf ich Sie nicht zum Kaffee einladen? Sozusagen als Wiedergutmachung? Und Ihr Geschäftstermin? Ein bisschen Zeit hätte ich schon noch. Danke für die Einladung, aber... Schade. Naja, vielleicht ist es auch besser so. Wir sollten Charlie nicht noch mehr Grund zur Eifersucht geben. Einen Kaffee, sagten Sie? Mhm. Warum eigentlich nicht? Wenn alles in Erfüllung gegangen wäre, was ich je geträumt habe, dann würde ich heute mit Terminator Aliens jagen. Das war nicht einfach nur ein Traum. Und das gilt erst recht für Albträume. Na, ihr zwei? Hallo? Oh, oh. Ich schätze, das wird Charlie gar nicht gefallen. Das war alles ganz real. Alle waren schwarz, unser Platz am Rhein. Träume sind Katalysatoren des Unterbewusstseins, das habe ich mal gelesen. Sie helfen uns, mit emotional stark belastenden Situationen fertig zu werden. Wenn mein Körper gegen die Niere rebelliert, wenn er sie abstößt? Mit jedem Tag nimmt das Risiko rapide ab. Frag deinen Arzt. Und das am besten sofort. Und bei der Gelegenheit kann er dich gleich noch durchchecken. Obwohl ich glaube, dass er nichts finden wird. Und warum dann die Untersuchung? Damit du wieder in Ruhe schlafen kannst. Oh, ich dachte, du wärst in China zur Dienstreise. Ich habe mich beim Auswärtigen Amt erkundigt. In den Regionen, wo ich hin will, besteht Verdacht auf Vogelgrippe. Vogelgrippe? Ja, das können wir ja wirklich nicht gebrauchen. Dann ist wohl besser, du bleibst hier. Vogelgrippe? Dein Repertoire an Ausreden wird ja auch immer umfangreicher. Ja, inzwischen habe ich wirklich Übung darin, meine Beziehung zu Hannah nicht zu gefährden. Als sie operiert wurde, da ist mir erst mal bewusst geworden, dass ich ohne Hannah einfach nicht mehr leben will. Ihr schafft das, ihr zwei. Coco Faber. Ja, genau. Gut, ich verlasse mich auf Sie. Ciao. So, Coco ist jetzt erstmal aus den Füßen. Und wenn Coco... Robin, wenn du jetzt noch einen Satz mit und wenn anfängst, dann ertränke ich dich echt in der Badewanne, Felix, verstanden? Und wenn... Entschuldigung. Vielleicht will Coco den Job doch gar nicht. Achtung, Achtung. Jetzt hol ich die Plattenläden an, voller Erfolg. Hey. Sorry, hab vergessen, dass ich vorhin Döner gegessen habe. Ach, hier. Ich hab dir übrigens ein neues Handy besorgt. Mitsamt Vertrag. Läuft aber auf meinen Namen. Aber... Einem geschenkten Gaul, du weißt ja. Kiran? Ja? Ja, das bin ich. Klar kann ich morgen und heute auflegen. Wo? Das ist ja am Arsch der Welt. Wie viel? Klar, bis dann. Ciao. Hat mich gerade ein Typ wegen eines Gigs angerufen. Die Nummer kann ja nur von dir haben, oder? Ach, ja, das ist ein Kumpel von mir. Ich habe ihn gebeten... Also ich dachte, du freust dich vielleicht über einen kleinen Job. Du kannst die Kohle ja auch gebrauchen und hier, Kevin verdient ja auch nichts, ne? Ja, das habe ich auch dir zu verdanken. Mach keine krummen Dinger mehr. Bitte, Kevin. Sonst landest du wieder im Knast. Sweetness, ich bleib sauber. Was hältst du davon mitzukommen? Wir könnten doch nach dem Gig das Hotelbett austesten. Nach Waldfischbach? Nee. Woher weißt du, dass das... Von Felix. Ja. Ah. Danke, der Job kommt mir echt gerade gut. Und wenn ich zurück bin, hol mir das Ganze nach. Felix, du hast recht. Und wenn gehört wirklich verboten.
Ihr Geschäftspartner scheint Sie ja zu versetzen. Ehrlich gesagt finde ich eine Unterhaltung mit Ihnen sowieso viel netter als ein Geschäftsgespräch. Na dann, soll ich uns noch einen Kaffee bestellen? Gern. Nicole? Meine Liebe, jetzt nicht. Was soll denn der Scheiß? Wann du geboren bist. Mann, das ist heiß und das blendet. Oh Mann, Robin. Wie soll Coco dir abnehmen, dass du Kevin bist, wenn du in Stresssituationen nicht mal die einfachsten Fakten weißt? Coco wird wohl wissen, wie alt Kevin ist. Die wird mich bestimmt andere Sachen fragen. Ja, dann musst du improvisieren. Was weiß ich. Danke. Geiler Tipp, Felix. Pass auf, solange sie jetzt weg ist, arbeiten wir an deiner Gestik. Und an deiner Ausdrucksweise. Wie gibst du Coco eine Abfuhr? Wenn sie in die Kneipe will zum Beispiel. Ich hab keine Lust. Zu nett. Ich hab keinen Bock. Viel abweisender, Mann. Felix, was soll denn der Scheiß? Ich hab echt keinen Bock mehr. Super, genau so. Merk dir das, okay? Ich hab's. Ich stell mir einfach vor, du stehst vor mir. Ja, das hilft auf jeden Fall, wenn sie dir mal wieder in die Wäsche will. Vielleicht gefällt mir das ja. Finger weg von Coco. Ich bin auch nur ein Mann. Ja? Und wenn du willst, dass das so bleibt, mein Lieber, dann beherrsch dich. Komm, wir machen irgendwas Verrücktes, hm? Ja. Wie wär's mit Schiffe versenken? Mann, du nimmst mich überhaupt nicht ernst. Und Dr. Malmann auch nicht. Wo nichts ist, da kann er auch nichts finden. Oder hätte er einen Traumdeuter hinzuziehen sollen? Lars, der Traum war da und er war verdammt real. Ein Traum ist ein Traum. Und heißt so, weil er nicht der Realität entspricht. Naja, vielleicht träume ich auch nur so ein wirres Zeug, weil ich total unterfordert bin. Löse Kreuzworträtsel. Hey, jetzt reicht's. Oder du hängst den über dein Bett auf. Ein Traumfänger. Ja. Er hält alle bösen Träume von dir fern. Wann hast du den denn besorgt? Während der Professor dich durchgecheckt hat. Danke. Nicht dafür. Du weißt wofür. Nochmal dasselbe? Ja. Nein. Wir überlegen und sagen ihm dann Bescheid. Okay. Noch einen Kaffee und ich bekomme Herzrasen. Wenn Sie sicher sind, dass es nur am Café liegt, dann bestellen Sie doch was anderes. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Dabei haben wir noch gar nicht richtig angefangen. Das sieht Charlie allerdings anders. Wenn es Sie tröstet, ich leide ganz genauso unter Ihrer Eifersucht wie Sie. Ach, wirklich? Ja, unser Verhältnis wird dadurch ja nicht gerade besser. Außerdem ist es auch nicht gerade so angenehm, ganz alleine in ein Pensionszimmer eingesperrt zu werden. Hm? Wie kann ich das jemals wieder gut machen? Zeigen Sie mir Ihr Bett. Das kennen Sie doch schon. Eben deswegen. Seit meinem unfreiwilligen Aufenthalt in Ihrem Zimmer vermisse ich einen Ohrring und ich glaube, der ist in Ihrem Bett. Nein. Doch? Oder glauben Sie, das ist nur ein Vorwand? Ehrlich gesagt, Sie sind die erste Frau, bei der ich nicht weiß, was ich glauben soll. Okay, ich bin Kevin Köster und ich bin geboren am... Scheißegal, Daten sind was für Grabsteine. Ich hab sehr lange in Berlin gewohnt und ich verchecke gerne Drogen, wa? Robin, Kevin berlinert nicht. Ist ja schon gut, Felix, das war nur Spaß. Also weiter im Text. Ich gebe dir jetzt ein paar Situationen vor und du reagierst Kevin-like drauf, okay? Okay. Gut. Kevin, Süßer, lass es uns tun. Tut mir leid, Felix, ist einfach total besch... Felix! Kevin, ich brauch dich. Komm jetzt, lass es uns machen, bitte. Na, ihr beiden Schmusekätzchen? Oh, Lars, das sah jetzt nur so aus. Ja, ich coache ihn nur für seine Rolle als Kevin gerade. Ja. Sag bloß, ihr zieht diese schwachsinnige Idee weiter durch. Die Idee ist genial. Ja, das sehe ich. Dann viel Spaß. Sollen wir vielleicht im No Limits einen Kaffee trinken gehen? Kevin steht nur auf Bier.
Vormittags? Ja, egal wann. Also solltest du dich besser mal dran gewöhnen. Oh. Komm, lass uns in der Kneipe deine Rolle als Kevin weiterüben. Aber nur, wenn du mir weiterhin die Coco gibst, ja. Liebste Carla, wenn du diese Zeilen liest, werde ich nicht mehr leben. Ich könnte dir ganze Bücher schreiben, doch auch die würden nicht ausdrücken, wie sehr ich dich liebe. Du hast mich sehr glücklich gemacht. Ich bin dir dafür unendlich dankbar. Es tut mir wahnsinnig weh, dass ich dich in deiner Trauer zurücklassen muss. Ich wünsche mir von Herzen, dass du ein neues Glück findest. Tatsächlich. Sie hatten recht. Und? Sind Sie enttäuscht, dass der Ohrring nicht nur ein Vorwand war? Bitte sehr. Oh. Mist. Nico kommt. Die fragt sich bestimmt, warum du wie Kevin rumläufst. Ja, weil ich Kevin bin. Also Abstand halten, sonst fragen sie sich noch, warum wir plötzlich so dicke sind. Ich glaube, ich muss zum Augenarzt. Was zum Teufel machst du hier? Bist du ausgebrochen? Die haben mich freigelassen, weil ich so brav war. Du mieses Schwein, wolltest Jana abhängig machen. Die Kleine hat ein bisschen Abwechslung gebraucht. Und jetzt ist es wohl an der Zeit, dass ich erst mal so richtig besorge. Ach, du rührst Jana nicht mehr an. Ach, neidisch. Ist es ja klar, dass der Mackers nicht bringt. Und so geht es weiter. Deshalb können wir doch auch weiterhin freundschaftlich miteinander umgehen, oder? Wenn Sie meinen. Wenn du meinst. Hier, die hast du doch gesucht, ne? Ja, danke. Robin? Hey, Coco. Na? Wieso trägst du hier drin eine Sonnenbrille? Findest du das nicht albern? Ich habe eine Blindehaut. Eine Entzündung der Bindehaut.